nachdem die Brioche fertig ist, ist es hier, sieht lecker aus, schmeckt auch lecker, habe ich ganz ohne Hefe aus dem Supermarkt gemacht. Es ist ein bisschen aufwendiger, mir schmeckt es aber. Man kann auch hier gucken. Der Teig ist schon ziemlich fluffig. Obwohl das, glaube ich, erst die dritte oder vierte ist. Wende ich mich wieder für eine Dreiviertelstunde dem Buch zu, das ich von vor die Füße wegkriegen will. Und das ist EÜR leicht gemacht, die Einnahmeüberschussrechnung, ein Lehrbuch für Studium und Praxis, zweite Auflage aus dem, ich gucke mal gerade nach, wie der Fackel, Ewald von Kleist Verlag Berlin. So, und nach Lektion 17, Durchlaufposten und Vorschüsse, bin ich in Lektion 18, der Investitionsabzugsbetrag angekommen. Und Lektion 18 hat 1, 2, 3, 4, 5 Seiten. Mal schauen. Lektion 18, der Investitionsabzugsbetrag. Es geht los mit direkt mit einem Fall. Fall 87. Die steuersparende Investition. Krankengymnast K ermittelt seinen steuerlichen Gewinn durch Erstellung einer EÜR. Die Anzahl seiner Patienten steigt stetig. Um gleichermaßen auch die stetig steigende Anzahl der Hausbesucher meistern und Anfahrtszeit einsparen zu können, entschließt sich K. im Jahr 01 ein Turbo-Fahrzeug anzuschaffen, das er ausschließlich im Rahmen seiner betrieblichen Tätigkeit nutzen will. Die Kosten für das neue Fahrzeug liegen bei 100.000 Euro zuzüglich 19.000 Euro Umsatzsteuer. K. fragt sich, ob es nicht Gestaltungsmöglichkeiten gibt, die ihm eine solche Anschaffung erleichtern. Im Vorjahr lag sein Gewinn bei 98.000 Euro. Das Auto hat er bestellt. Es wird im Mai 02 voraussichtlich geliefert. K. kann für die Anschaffung des Fahrzeugs einen im Jahr 01 gewinnmindernden Investitionsabzugsbetrag bilden. Den sogenannten Investitionsabzugsbetrag, in Klammern Beschluss 7G Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes, Klammer zu, können Unternehmer steuerlich gewinnmindernd in Ansatz bringen, wenn sie beabsichtigen, bewegliche Anlagegüter mit mehr als 90% betrieblicher Nutzung anzuschaffen. Voraussetzung für die Bildung ist der Gewinn im Jahr des Abzugs, in Klammern vor dem Investitionsabzugsbetrag, Klammer zu, nicht höher als 100.000 Euro ist. Die Investition erfolgt innerhalb der nächsten 3 Jahre. Erfolgt die Investition innerhalb des 3-Jahres-Zeitraums nicht, ist das Jahr der Bildung rückwirkend zu korrigieren. Das Wirtschaftsgut wird ausschließlich größer gleich 90% betrieblich genutzt.
Zwischen der Investition und der Bildung muss ein Finanzierungszusammenhang bestehen. Wurde das Investitionsgut angeschafft, bevor die Steuererklärung mit der Angabe der Investitionsabsicht abgegeben wurde, bleibt der Zusammenhang gewahrt. Zum Beispiel Anschaffung in 02, Abgabe der Erklärung 01 im Jahr 03. Betrag kann in Erklärung 01 angesetzt werden. Allerdings darf der IAB, der Investitionsabzugsbetrag, nicht im Nachhinein, in Klammern zum Beispiel nach einer Betriebsprüfung, Klammer zu, erklärt werden. Die Summe aller gebildeten Investitionsabzugsbeträge darf 200.000 Euro nicht übersteigen. Dem Finanzamt gegenüber ist die Bildung anzuzeigen, das Wirtschaftsgut ist entsprechend seiner Funktion und den voraussichtlichen Anschaffungskosten zu benennen. Steuertipp: Haben Sie die Steuererklärung abgegeben, aber es ist noch kein Steuerbescheid erlassen worden, können Sie ebenfalls die Investitionsabzugsbeträge nachträglich geltend machen. Wurden Steuerbescheide erlassen, ohne dass Sie eine Erklärung abgegeben haben, in Klammern sogenannte Schätzbescheide, können Sie im Einspruchsverfahren und mit erstmaliger Einreichung der Erklärung diese gewinnmindernden Beträge ebenfalls ansetzen. Fall 88, die Regelung in der Praxis. K ist immer noch etwas ratlos. Wie funktioniert nun dieser Investitionsabzugsbetrag? Lösung: K kann bis zu 40% der voraussichtlichen Anschaffungskosten, hier 40% von 100.000 Euro gleich 40.000 Euro, einen gewinnmindernden Abzug vornehmen. Das ist Beschluss 7g Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes. Dieser Abzug erfolgt jedoch außerhalb der Gewinnermittlung. Das bedeutet, dass nach der Ermittlung des Gewinns ein Abzug von 40.000 Euro erfolgt. Steuer muss man nicht verstehen, Steuer muss man bezahlen. Vorläufiger Gewinn 98.000 Euro minus Investitionsabzugsbetrag von 40.000 Euro. Damit bleibt ein endgültiger Gewinn von 58.000 Euro. Es kommt faktisch zu einer vorgezogenen Abschreibung des noch anzuschaffenden Wirtschaftsgutes. In dem Jahr, in dem dann die tatsächliche Anschaffung des Wirtschaftsgutes erfolgt, in Klammern Anschaffungsjahr, ist dieser Abzugsbetrag dem Gewinn wieder hinzuzurechnen. Der Abzugsbetrag bewirkt letztendlich also lediglich eine Steuerverschiebung auf spätere Zeiträume und damit einen Liquiditätsvorteil. Wenn sich Krankengymnast K dazu entschließt, den Investitionsabzugsbetrag in Höhe von 40% der Anschaffungskosten anzusetzen,
wirkt sich dies unter Berücksichtigung der gewöhnlichen Nutzungsdauer eines Fahrzeugs von 6 Jahren und linearer Abschreibungsmethode wie folgt aus. So, und jetzt kommt hier eine Tabelle. Im Wesentlichen sind hier die Gewinnauswirkungen aufgeführt. Es gibt erstens die geplante Investition, dann die Bildung des Abzugsbetrags, dann kommt der Kauf des Autos, dazu gehört die Vorsteuer von 19%, die Erstattung der Vorsteuer, die Auflösung des Abzugsbetrags, Abzug von Anschaffungskosten, maximale Höhe des Auflösungsbetrages, Bildung einer Sonderabschreibung vom Restwert, das sind 20%, und dann eine lineare Abschreibung bei 6 Jahren Nutzungsdauer. Und damit hat das Gewinnauswirkungen von knapp 19.000 Euro, obwohl der Pkw Anschaffungskosten von 100.000 Euro hat. So kann sich der Krankengymnast K sein Turbo-Pkw für 100.000 Euro dann doch leisten. So. Und der Pkw hat dann einen Buchwert und so geht das dann hier weiter. Ich sehe schon in durchschnittlichen Krankengymnasten, wie dem Finanzbeamten, der mir den Fragebogen zugeschickt hat, zu meiner freiberuflich selbstständigen Tätigkeit plausibel macht, was der da gerade vorhat. Und vor allem sehe ich den schwuchteligen Finanzbeamten, der sich an keine, aber auch wirklich keine Dienstvorschrift halten kann, deshalb ruft er mich ja auch an, das Arschloch, dann wieder das nachvollzieht anhand der Schulungsunterlagen für die Finanzbeamten des Landes NRW, die ich gerade hier in der Hand habe. Ich wette, das Arschloch hat nicht mehr einen Realschulabschluss. Deshalb ist er auch beim Finanzamt gelandet. Ich verstehe die Welt hier nicht. Ich glaube, im Dezember nächsten Jahres lese ich hier aus dem gleichen Band, ich möchte das jetzt gerade mal erzählen, gibt es auch noch Einkommensteuer leicht gemacht, das ESDG Kurzlehrbuch vor, dann komme ich auch wieder ins Erzählen. Das ist so dermaßen das Letzte hier, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Der Buchwert des PKWs Anschaffungskosten 100.000 Euro in Klammern entwickelt sich wie folgt. Anschaffungskosten 100.000 Euro minus Abzug in Höhe des Investitionsbetrages 40.000 Euro ergibt einen vorläufigen Buchwert von 60.000 Euro. Das ist der vorläufige Buchwert minus der Sonderabschreibung, 20% vom vorläufigen Restbuchwert sind 12.000 Euro, minus der linearen Abschreibung, das sind 8 mal 60.000 Euro durch 6 Jahre. Nee, minus oder plus? Minus der linearen Abschreibung ergibt einen Buchwert zum 31.12.02 von 41.333 Euro. So. Und die lineare Abschreibung muss monatsgenau erfolgen. Ist ja auch aufgeführt. Habe ich ja vorher schon mal vorgelesen. Es ist ganz einfach, wie sowas funktioniert. Und
haben die illegal telefonierende Schwurtel vom Finanzamt, die mir dieses Jahr schon mehrmals auf den Sack gegangen ist, kann das ganz bestimmt. Weiterhin ist zu beachten, erstens, wenn der Investitionsabzugsbetrag zu hoch eingesetzt wird, die tatsächlichen Anschaffungskosten also niedriger als geplant ausfallen, wird der Abzugsbetrag rückwirkend im Jahr seines Ansatzes korrigiert. Eine entsprechende Steuernachzahlung wird verzinst. Im Grunde genommen sollte man schon deshalb das mal probieren. Und liebe Jungen und Mädchen aus Hirschheit, auf gar keinen Fall eine Einzugsermächtigung ans Finanzamt abgeben. Ich bin ehrlich gesagt immer gespannt auf die Aufschlüsselung, und dann kann man sich da hinsetzen. Und wenn man es nicht versteht, legt man einfach mal Einspruch gegen den ganzen Bescheid ein und dann klagt man vom Verwaltungsgericht. Es kostet nichts. Denn am Verwaltungsgericht Düsseldorf wird hier prinzipiell nichts entschieden, habe ich den Eindruck. Und es vergammelt einfach nur weiter vom Amtsgericht. So. Oder man wendet sich ans Finanzgericht, das ist noch lustiger. So. Zweitens, fallen die tatsächlichen Anschaffungskosten dagegen höher aus als geplant, kommt es zu keiner Korrektur. Ich würde es erstmal beim Verwaltungsgericht versuchen, das, was maximal passieren kann. Ihr kriegt wirklich keine Rechnung, liebe junge Mädchen aus Bescheid, ist, dass ihr irgendeinen Scheißbescheid abschreiben müsst, und es ist maximal wirklich eine Seite handschriftlich. Ich bin damit in unter einer Viertelstunde durch. Fallen die tatsächlichen Anschaffungskosten dagegen höher aus als geplant, kommt es zu einer Korrektur. Da muss der Investitionsabzugsbetrag im Investitionsjahr berücksichtigt werden, der im Planungsjahr auch angesetzt wurde. Drittens. Wenn die Anschaffung bzw. Herstellung des Wirtschaftsgutes tatsächlich nicht erfolgt ist oder das Wirtschaftsgut nicht zu den entsprechenden Anteilen betrieblich genutzt wird, dann erfolgen die Rückgängigmachung des Abzugs und die Versteuerung des Mehrgewinns rückwirkend im Jahr der Bildung. Viertens. Innerhalb des möglichen Investitionszeitraumes kann der Abzugsbetrag auch aufgestockt werden. Beispiel: Im Jahr 01 werden 40.000 Euro für eine Maschine gebildet. Im Jahr 02 erfolgt eine Aufstockung um 20.000 Euro, weil die Anschaffungskosten voraussichtlich 150.000 Euro betragen werden. Ach ja, der Investitionsabzugsbetrag hat auch Auswirkungen auf die steuerliche Behandlung der Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten von geringwertigen Wirtschaftsgütern, in Klammern GWGs. Auch für diese kann der Investitionsabzugsbetrag angewendet werden. Werden diese Kosten entsprechend herabgesetzt, werden die relevanten GWG-Grenzen 1.000 Euro bzw. 410 Euro oder 150 Euro in Klammern nicht mehr erreicht. Ein Sofortabzug kann vorgenommen werden. Sollten die Kosten dann weniger als 410 Euro betragen, hat man ein Wahlrecht. Das steht hier in Klammern. Beziehungsweise die Anschaffungskosten werden im Rahmen eines GWG-Sammelposten berücksichtigt, Klammer auf, sollten sich die Kosten dann auf einen Betrag zwischen 150 in Klammern 410
und 100.000 Euro belaufen. Das mit den geringwertigen Wirtschaftsgütern stand in drittens die Geschäftsvorfälle. Habe ich auch schon vorgelesen. Man braucht so ein Buch, um nachzuschlagen. Und es gibt hier auch eine Abkürzung, ein Abkürzungsverzeichnis. GWG. GBA, GKV, GmbH, GUV, GWG steht schon gar nicht drin. Ich kann mal gerade im Sachregister nachgucken. Geschenk, Gewerbeertrag, Gewinnermittlung, ich kann mal unter Wirtschaftsgüter nachgucken. Wirtschaftsgut, da gibt es was dazu. 15, 7, 8, das war nicht Abzug 95, das könnte es ungefähr mal sein. Ja, dann geht das mit den Wirtschaftsgütern los, verschiedene Wirtschaftsgüter. Das sind 5, Lektion 12, das Anlagevermögen und die Abschreibung. Also man findet es auch wieder. Was ich schwach finde, ist, dass die das GWG abkürzen und dann hinterher im Abkürzungsverzeichnis nicht aufführen. Naja. So. Die Lektion schließt mit Fall 89, die geplante Investition und einem Steuertipp. Fall 89, die geplante Investition. Ingenieur I beschafft sich für seinen Ingenieurbetrieb einen modernen, leistungsfähigen PC. Dafür muss er allerdings auch einen Nettokaufpreis von 1.200 Euro zahlen. Wie kann er diese Kosten als Betriebsausgaben steuerlich geltend machen? Ingenieur I hat die Wahl. Er kann den PC über 3 Jahre hinweg linear abschreiben. Das sind in Klammern maximal 400 Euro pro Jahr, Klammer zu. Im Jahr vor der Anschaffung kann er allerdings auch bereits den Investitionsabzugsbetrag in Höhe von 480 Euro als Betriebsausgabe geltend machen. Dadurch mindern sich jedoch die Anschaffungskosten entsprechend. Bemessungsgrundlage für die Abschreibung sind dann 720 Euro, nämlich 1200 Euro minus den Investitionsabzugsbetrag von 480 Euro. Ingenieur I müsste dann den PC in den GWG-Pool für das Jahr der Anschaffung einfließen lassen und die Kosten würden über 5 Jahre abgeschrieben werden. So, jetzt kommt der Steuertipp. Steuertipp. Sie sind jedoch nicht verpflichtet, die vollen 40% der voraussichtlichen Investition, nochmal, Steuertipp. Sie sind jedoch nicht verpflichtet, die vollen 40% der voraussichtlichen Investition als Abzugsbetrag zu bilden. Was würde im obigen Beispiel bei einem Investitionsabzugsbetrag von zum Beispiel 16% passieren? Oh Wunder, der Investitionsabzugsbetrag liegt bei 192 Euro und man landet bei über 1000 Euro. Die steuerlichen Anschaffungskosten des Wirtschaftsgutes liegen weit über 1000 Euro, nämlich bei 1008 Euro. Somit kann der PC über eine Nutzungsdauer von 3 Jahren abgeschrieben werden. Die in dem Fall steuerlich ungünstigeren Poolabschreibungen kann so umgangen werden. So, mir ist mal gesagt worden, was eine Stunde Rechtsberatung bei mir wert ist, die ich vorab kassiere. Und dann geht es hier um 8 Euro. So. Ich habe nämlich hier so komische Bücher. Da liegt sogar eins. Ich zeig's mal gerade. Hier.
ich sag's euch, liebe Jungen und Mädchen aus Söscher, nichts ist kaputter als deutsche Gerichte. Ich merke das jeden Tag hier. Müssen wir nach Hause kommen. Also hier auf die Thüringer Straße. Mein Lebensmittelpunkt ist ja auf dem Pfaffenberger Weg, weil ich da eine Waschmaschine stehen habe. Ich kann mir nämlich die Waschmaschine hier nicht leisten. Ich habe keine Einnahmen. Und ich habe gerade eben Brioche gebacken. So, das war Lektion 18, es geht weiter mit Lektion 19, die Rücklagen in der EGA. Und ich muss dafür zweimal auf den roten Knopf drücken. Es sind noch 20 Minuten auf der Uhr.